So, Söderle, morgens, da sind wir wieder. Hi. Ach, na, wie geht's? Wochenanfang gut überstanden, den Montag. Heißgetränk ist jedenfalls wieder am Start hier. Und ich war mal wieder ein bisschen offscreen unterwegs, hab Minecart-Strecken gebaut, Wege gebaut. Und nebenher Podcasts gehört, also einiges nachgeholt. Steigen wir doch gleich mal ein. Ja, zack. Da sind wir schon. Genau. Ihr werdet es kaum glauben. Ach so, wir sind ja hier in der neuen Station. Genau, da kann ich euch auch gleich mal die. Jo, wir haben nichts dabei und wir sind auch noch im Rasenfußmodus unterwegs. Kann ich euch das gleich mal soweit zeigen. Hier müsste noch hoppala, Weg hin. aber zack, 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 zack. Hier habe ich eine etwas andere Treppenlösung mir einfallen lassen. Und hier oben haben wir dann das Plateau, wo uns die Minecart-Strecke weiterführt. Ja. Hier ein bisschen planiert und alles flach gemacht, so dass man diese Station also dann auch schön von weitem sehen kann, ne, und halt auch gut mit Minecart-Strecken hier anschließen kann. Und wir fahren gleich mal zurück. Das ist noch, ich kann ja gleich die Musik anmachen. So, haben wir das auch. Ups. Wieso höre ich da nichts? Weil das Minecart so laut ist. Ist aber soweit okay. Na Junge, da guckst du, wa? Ja, siehst du, jetzt hört man's. Ja, ihr werdet das kaum glauben. Aber für die Minecart-Strecken brauchte ich natürlich. Cobblestone, ne, um die Pfeiler zu setzen und musste auch noch Gravel rausholen. Ne. Hier haben wir die Minecart-Strecke, die zu der, ja, da lang geht es zum NPC-Dorf und da lang geht es zu der Station, die noch keinen Namen hat, wie so einige. Und hier haben wir jetzt halt auch einen Weg, der da lang führt. Und für das Material, was ich hier rausgeholt habe, zack, 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 zack. Was ich dafür brauchte, ne, Cobblestone und Gravel und so weiter, habe ich mich halt hier unten bedient. Und naja, man mag es kaum glauben, aber ja, hier ist noch jede Menge Höhle unentdeckt. Zack, 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 zack. Naja, jede Menge Höhle noch unentdeckt. Und aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das da. Gleich sind wir da. Kantapa, Kantapa, Kantapa. Da siehst du es. Ha? Das sieht mir doch verdammt nach einer Mine aus. So. Der typische Dreiklang. Das Let's Showplay Minecraft. No. Und ja, die werden wir dann mal ausräumen. Ich werde hier soweit schon mal anfangen. Das war das dann. Ach, das ist ja praktisch, dass wir dann nachher nur in eine Richtung gehen. Ja, beziehungsweise hier geht es natürlich wahrscheinlich dann noch runter, aber das ist alles schon mal. Ist schon mal ein Vorteil, wenn man am Rand der Mine anfängt, glaube ich jedenfalls. Und nicht irgendwo in der Mitte, wo es dann in alle Richtungen weitergeht. Na, die Blümeleins nehmen wir hier mal mit. Hier unter Tage. Oh, weiß nicht, ob das so gut für die ist. So, schön wieder.
tapern wir uns hier mal den Weg zurück. Müssen wir nachher aufpassen. Wenn wir hier weiter erkunden. So, schubidi-budi-budi-wupp. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dann fahren wir hier mal hoch. Klick-klack. Hier in der Truhe ist ja jetzt Gott sei Dank wieder Platz. Das heißt, wir können ja jede Menge Krempel rausnehmen. So. Und das hier werde ich schon mal in Farbstoff umwandeln. Und dann werden wir einfach mal den Weg entlang spazieren zum NPC-Dorf. Ja. Da bin ich hier relativ direkt straight durch. Hab teilweise hier so eine solche Meerengen aufgeschüttet, ohne da eine Brücke zu bauen. Hm. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es hier entlang der Minecart-Strecke. Hier ist auch noch eine Höhle zu erkunden. Ja. Und schubidubidu. Ja. Geht's hier lang durch dieses wundervolle Blumenbiom. Und hier bin ich einfach mal schwupp straight durch den Berg durchgegangen. Da wollte ich jetzt einfach nicht drüber, sondern es geht ja auf der anderen Seite gleich wieder runter. Ja, das wäre ein bisschen viel auf und ab gewesen. Da haben wir auch noch eine Höhle. Hier ist, glaube ich, auch nochmal. Da ist auch nochmal was. Okay, das ist hier nur so ein kleiner Durchgang. Das ist okay, das können wir hier gleich mal ausleuchten. Obwohl ich noch im Hasenfußmodus unterwegs bin. No. Aber jetzt erstmal hier so zum Zeigen. So entspannt sitze, könnte man mit der Kamera eigentlich ein bisschen was anderes machen. Aber naja. Schauen wir mal. So, chop, 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 chop. Ja, ich habe am Wochenende natürlich wieder den Streams von Resertainments nicht nur gelauscht, sondern auch zugesehen. Wobei teilweise habe ich nebenher dann hier auf Screen gespielt, und gerade am Sonntag hat er wieder ein sehr interessantes Thema gehabt. Das kennt er hier schon mit der Minecart-Strecke. Ja, Kühe sind ja auch endlich jetzt dazu gekommen. Ja. Und Schilder habe ich auch erstmal angebracht, einige jedenfalls, dass man da gegebenenfalls dann später auch einfach einen Namen anbringen kann. So, hier ist soweit so gut. Moment mal, welches ist denn jetzt? Das ist die Zubehörtruhe. Und das ist die Standardtruhe. Ja, ihr seht jede Menge Ziegel bzw. Lehm habe ich inzwischen auch abgebaut. Können wir oben mal nachfüllen. Ja, dass das hier so langsam dann auch mal durchgebrannt wird. Dass wir auch wieder Ziegelsteine zur Verfügung haben. Und dann schnappen wir uns das Bötchen. Und dann geht's zurück. So. Wupp. Klack, klack. Und rein da. So. Oh, wird ja bald dunkel. Das passt ja dann soweit. Sollten wir rechtzeitig zum Abend an der anderen Station ankommen. Das passt ja dann da. Dass wir da schlafen gehen können. No. Hier, Resertainments Thema am Sonntag war der perfekte Stream.
Und er ist zwar häufig von seinem Chat auf andere Themen und Ideen gebracht worden, aber hat es da doch so geschafft, sich ab und zu mal dem Thema zu widmen. Ja. Ihr seht auch, hier ist dazu gekommen eine kleine Kürbisfarm. Ja. So, klicke die Klack. Und dann hier rein die Kürbisse. Ja, gleich mal aufrüsten. Dann machen wir uns nochmal Fackeln. So. Und so. Und dann kommt das alles hier wieder in Truhen rein. Hier habe ich eine Truhe, wo ich die Farbstoffe und Naturalien und so weiter sammle. Und hier. Da, ach, siehst du, da haben wir hier schon einen vollen Stack. Den können wir dann in eine der Schulkerkisten reinpacken. Da haben wir noch Platz. Schwupp, rein da. No. So, dann ist es hoffentlich Zeit, schlafen zu gehen. Jawohl. Und dann ja, können wir wieder die Monster einschalten. Ja. Und uns dann mal so ein bisschen umschauen. Ich würde ja von hier aus weiter nach Süden erkunden. Ups. Cheat, ist der trotzdem hochgegangen. Okay. War ich nicht schnell genug weg? Bin das nicht mehr gewöhnt, dass die Burschen in Grün hier unterwegs sind? Wie es aussieht. So. So. Okay. Plopp. Was soll ich? Ja. Gleich mal vorsichtig umschauen hier. Und okay, da haben wir hier Berg mit dem Wasserfall. Ist ja auch was Schönes. Gucken wir hier über so ein schönes Tal. Grüß dich, Hongs. Hi. Und tipp, 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 tipp. Mal schauen wir mal noch, wie es da, ob es weitergeht. Ach, da haben wir noch mehr Lehm. Den lasse ich ausnahmsweise aber mal da liegen. Erstmal. Weil ich will mich nämlich gleich wieder... Twitch sieht dich immer noch als Neuling an. Ah je. Kann das vielleicht an Cookies liegen? Die du bei dir nicht erlaubst? Das wäre vielleicht noch was, was mir da einfallen würde. Dass sich Twitch deswegen nicht wieder erkennt. So. Okay, da gibt es also jedenfalls noch so einiges zu entdecken. Aber erstmal will ich euch natürlich nochmal zeigen, was jetzt hier dazugekommen ist seit dem letzten Stream. Da war ich nämlich, wie gesagt, ein bisschen offscreen unterwegs und habe Minecart-Strecken und Wege gebaut. Ja, die Station hier. Die ist jetzt soweit fertig, ausgebaut. Ja. Schöne große Veranden oder Terrassen. Ja. Und ja, unten den Bereich, den kennt ihr ja schon, ne? Hier mit dem Kanal. Das habt ihr ja alles miterlebt im Stream, wie wir auch hier dann die Felder angelegt haben. Aber hier die Eichensetzlinge wegschmeißen. Und das Holz können wir noch wegpacken. Siehst du wohl, muss ich was mitnehmen? Okay. Dann kann ich dir da leider auch nicht weiterhelfen. Ja,
Ja, hier habe ich also die Etagen soweit immer höher gebaut, ne, und teilweise dann hier einfach Terrassen weggenommen, sodass ich also nach oben hin immer kleiner und schmaler werde und dann hier einfach mich auf das Plateau noch hochgearbeitet habe, in einem Endspurt sozusagen, ne, hier die Bäume weggenommen habe, das Ganze planiert habe, Mauer drum gezogen und jetzt haben wir eben hier die Minecart-Strecke, die uns zurückbringt. Schubidubidu, zack. Und Schilder habe ich inzwischen rangeklatscht. Fast überall, obwohl ich noch keinen Namen habe für die Ecken. No. Den Weg hierhin müsste man eigentlich auch noch bauen. Weil man ja von da aus ganz gut mit dem Boot fahren kann. Irgendwo dann in den Fluss rein. Ach siehst du, da habe ich mir auch noch was mit einer Kürbislaterne markiert. Das ist eine Unterwasserhöhle, über die man in die man durch einen Bodeneinbruch unter dem See hier reinkommt. Aber das Wichtigste und typisch Let's Show Play Minecraft-mäßige, das verbirgt sich hier. Ja, die Höhle, erinnert ihr euch ja noch dran, war nicht groß. Sie ist es jetzt, nachdem ich hier jede Menge Cobblestone rausgeholt habe, um die Minecart-Strecken und die Pfeiler und so weiter zu bauen. No. Aber als ich dann hier, ja, plopp, ne, dann waren hier sofort weitere Höhlengänge, die sich anboten. Ich war hier mit der Erkundung sehr zurückhaltend, weil ich das halt eben offscreen gemacht habe und im Hasenfußmodus unterwegs war. Habe hier also nicht alle Seitengänge erkundet, sondern erstmal so geguckt, okay, wo kann ich denn lang, wo kann ich denn dann am schönsten Cobblestone abbauen? Und diese instabile Erdwand müsste noch viel, das heißt, mal Baumstämme. Okay. Ja, schauen wir gleich nochmal. Und, ach so, du meinst in der, ja. Es ist blöd, wenn die Stationen keine Namen haben, ne? Das macht das Miteinanderreden so schwierig. Ja, ne? Und worauf das deutet das hin? Mine, ne? Ja, ganz klar. Ja, also hier unten unter dem Ziegelsteinturm haben wir tatsächlich noch eine Mine. Wer hätte das gedacht? Ich weiß. Niemand. Ja. Und ich hätte mich eigentlich vorbereiten können und mir noch irgendwie eine Spitzhacke mitnehmen können. Was bin ich denn für einer? Jetzt wird mir die hier irgendwann wahrscheinlich wegbrechen. Wahrscheinlich dann, wenn ich sie am notwendigsten brauche. No? Wann denn sonst? Das heißt, wir werden die Schienen hier mal nicht mit der Spitzhacke wegklopfen, na, sondern mit der Lore wegklopfen. Ja, Samstag und Sonntag habe ich, wie gesagt, wie ich es eigentlich immer mache, aber versucht. Oh, siehst du, man soll nicht direkt nach unten bauen, ne? Alte Minecrafter-Weisheit, ich weiß. So, immer wieder neu lernen die Lektion. Aber dass es darunter noch weitergeht, das war ja fast zu erwarten. So, haben wir das hier eingesammelt. Ja, und diesen Sonntag war das Thema bei Resertainment eben der perfekte Stream. Und es hat sich zwar so ein bisschen gewunden, er ist zwar immer wieder durch seinen Chat abgelenkt worden, aber es ging halt
viel um ja, Overlay-Gestaltung und er hat seine Zuschauer halt auch befragt, was für sie okay ist und was nicht. Ich glaube, so der Auslöser war für Resertainment, dass er irgendwie mitgekriegt hat, dass es anscheinend, naja, nicht okay ist oder bei Twitch einfach nicht üblich ist bei anderen Streamern, dass man selber als Streamer hypt. Bei Resertainment im Chat gibt es ja dieses Kommando Ausrufezeichen H. Ja, da man, damit kann man halt hypen, sprich seinen Beifall, seinen Applaus ausdrücken, wenn jemand zum Beispiel subbt oder sonst irgendwas Tolles angekündigt wird und so weiter und so fort. Ja. Und Res hat es bisher halt so gemacht, dass er, wenn jemand subbt oder halt sonst wie gute Nachrichten für ihn hat, dass er ihm eben dann so einen Hype im Chat spendiert. Na, da werden einfach ein paar Emotes von vom Bot gespammt. Und mit Ausrufezeichen H kann das halt jeder machen. Ja. Und das passiert halt im Chat von Resertainment recht häufig. Upsala, weil es da häufig gute Neuigkeiten gibt. Sagen wir es mal so. Ja. So, machen wir mal wieder zu. Jedenfalls so weit, dass ich hier einfach erstmal mit der Axt durchgehen kann. Und ja, irgendwie haben andere Streamer, Partner, erfahrenere Streamer als Rez, ihm wohl gesteckt, dass das irgendwie nicht so üblich ist, weil es irgendwie einen schlechten Eindruck macht, warum auch immer. Mir erschließt sich das nicht, aber gut. Und ja, es gab ja auch schon immer mal wieder eine Diskussion bei ihm. Es war halt auch immer mal wieder Thema so mit dem mit Donations und mit dem Battle-Balken und so weiter, Donation-Goals und so eine Sachen, wie weit es okay ist, wie weit es nicht okay ist und so weiter. Ja, am Sonntag ging es da halt mal gesammelt drum und er hat eben seine Zuschauer gezielt befragt, was ist für euch denn okay, was ist für euch nicht okay? Und ja, hat halt ohne Namen zu nennen auch so ein paar Beispiele genannt für Sachen, die er okay findet, die er nicht okay findet. Ja. So, wie kriegen wir denn hier die Lava dicht? Wo kommt die denn her? Da kommt sie her. Klick, dann machen wir doch da mal zu. Und machen hier gleich mal Licht. Moin, Obi-Wan, hi. Obi-Wan, du wirst es kaum glauben. Unter dem Ziegelsteinturm, den wir vor einiger Zeit gebaut haben als letzte Station vor dem NPC-Dorf. Da habe ich gerade, oder da habe ich offscreen eine Mine entdeckt. Und wie das mit Minen so ist, die räume ich gerade aus. Ja, das Verfahren kennt man ja bei mir, das Prozedere. Und klick, die klick, klick, wie kommen wir hier ran? Kommen wir da ran. Ach, siehst du mal, Glück gehabt, da können wir einen reinsetzen. Und
So. Und weißt du was? Hier nutze ich einfach mal den Wassereimer. In bester Minecraft-Manier. Ja. Angeschlossene Schlucht nicht, aber das ist ja... Nee, das ist ja nicht die Ecke, wo wir den Spawner gefunden haben. Aber es ist eine Ecke, wo wir uns halt schon eine Weile rumtreiben. Beziehungsweise rumgetrieben haben. Ja. So. Zack, 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 zack. Okay, hier habe ich mich runtergebaut. Da hinten das Zeug sammeln wir noch ein. Halleluja. Ja. Aber hier ist noch jede Menge unentdeckte Höhle. Deswegen stehen die Chancen gut, dass hier also auch noch eine Schlucht zu finden ist. Oder dass wir so eine Schlucht noch finden werden. Ne? Kurzen Wechsel von später auf früh. Oh, das ist immer unangenehm. Das ist immer blöd, so ein kurzer Wechsel, ey. Ja. Da kommst du quasi von der Arbeit nach Hause und weißt, du musst dich sofort ins Bett prügeln. Weil du im Prinzip gleich wieder los musst. Das ist so übel, so ein kurzer Schichtwechsel. Oh! Mal schauen, was wir da drin haben. Schienen, Kürbiskerne, Melonenkerne nehmen wir doch alles gerne mit. Wunderbar. Na, ja, es ging halt auch darum, was man im Overlay zeigt und halt zum Beispiel letzter Follower und letzte Donation und so eine Sachen. Ne, hat man ja bei vielen, dass das angezeigt wird. Weil es natürlich auch so ist, ne, die Leute spenden oder subscriben, um ihren Namen da zu sehen. Ist einfach so. Wie, bin ich jetzt hier schon voll? Na sag mal. So, ja, Tatsache. Können wir hier das alles ein bisschen beiseite packen? Und... Ach halt, wir können... Nee, das reicht nicht. Oh, warte mal so. Und dann machen wir uns auf den Weg nach oben. Noch nicht mal 8:30 und Dutchman schon voll. Ja, kannst mal sehen, ne? Bin ein schlechtes Vorbild für Jugend, ne? So, hüppeliöpf. Schauen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Das war... Nee, hier war ich nicht. Das war... Hier war ich auch nicht. Wir sind irgendwo von hier oben. Aber ich habe da hier hingesetzt. Wo sind wir denn hierher gekommen? Zack, 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 zack. Also, nee, wir haben ja von hier oben irgendwo das Wasser ausgepustet. Und ist da... War das von der Ecke? Nee, die haben wir ja gerade... erkundet. Müssen wir da noch höher? So wie es aussieht, aber wo? Weil hier... Alter Schäde. Hier hoch. Ups. Hier geht's nicht weiter hoch. Nee, sag mal.
Das ist nur die Lava. Das heißt, wir sind hier ganz woanders. Alter Schwede, wo bin ich denn hier runtergekommen? Das ist links, das ist links, das ist ich. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, ja. So. Ja, Zombie, Halleluja. Hauptsache, du liegst auf dem Weg nach Hause. Ja? So, genau, hier sind wir wieder. Und dann hört hier durch die halbe Höhle. Ihr seht, ich habe mir den Weg hier mit Fackeln markiert. Ja. Denn es gibt hier noch so einige Seitengänge. Ach, siehst du ja, ne? Also als Schlucht, gut, geht das noch nicht durch, aber fast. Ne? Es könnte noch was werden. Mit Schlucht. Also wir haben hier noch genug zu erkunden. Auch da lang nochmal weiter und da lang nochmal weiter. So, und hier sind wir in dem Bereich unter dem Ziegelturm. Da habe ich halt Cobblestone abgebaut für die Minecart-Strecken. So, zack, die Ecke. Hier solltet ihr jetzt wieder kennen. Wir schmeißen das Eisenerz erstmal in den Ofen und packen gleich die Schienen weg. Na, zack, zack. Antriebsschiene, Aktivierungsschiene, normale Schiene. Aber wenn ich mal den anderen Krempel haben wir woanders. Was machen wir hier? Hier schmeißen wir einfach mal das, was wir an ganzen Stacks haben, rein. Plus die Truhe, die wir eventuell noch Gier und verbrauchen für irgendwas. So, siehst du mein Namensschild. Können wir gleich hier in die Endertruhe packen. So. Und dann siehst du mal eine Lore. Haben wir doch. Komm her hier. Dann ist es noch eins höher. Genau. Ja, da haben wir noch die Minecart-Strecke, die uns zurückführt. Schöne klassische Höhle hat ja auch was für sich. Ja. Ja. So, diese Minecart-Strecke hier, die ist neu. Ja. Die Minecart-Strecke, die führt halt da die Küste lang zum NPC-Dorf. Da gibt es jetzt halt auch einen Weg, den man da lang laufen kann. Und diese Minecart-Strecke, die führt zur, ja, zur letzten Station zurück. Ja. So, no, die ist jetzt hier auch soweit fertig geworden, dass man halt hier oben dieses Plateau hat, wo dann die ganzen Minecart-Strecken abzweigen können. Und hier geht es dann runter und runter und runter und runter. Ja, in den Bereich, den er kennt, den wir ja in den letzten Streams gebaut haben. So, zack und zack, das kommt hier mal in die Naturalienkiste, die damit schon voll ist. Können wir hier die Eichensetzlinge rausnehmen, nehmen auch hier mal die Kohle raus, schmeißen dafür die Eisensetzlinge und das Golderz rein. Also wollen wir die erstmal einfach so verheizen. Und ja, hier ist eigentlich gedacht, dass da alles andere reinkommt. Aber für alles andere haben wir hier erstmal keinen Platz. Ach ja, die letzte Station hört sich irgendwie so final an, passt aber natürlich zum Bauplatz. Ja, das geht natürlich von hier aus noch weiter, ne? Ganz klar.
Aber was ist denn das hier? Den Lapislazuli können wir wenigstens noch wegpacken. Das passt. Cobblestone. Hier. Und dann, und dann, und dann. Schauen wir mal, dass wir Sachen von hier wegbringen. Ich würde mal das ganze, genau, das ganze Zeug hier. Das nehmen wir mal mit rüber zu der anderen Station ins NPC-Dorf, wo du gerade hier was die Dirtwand stabilisieren. Bam, 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 bam. So. Welche Dirtwand meinst du? Lass mich mal raten. Hier sieht ja soweit alles gut aus. Ich nehme mal an, du meinst die da oben. Da? Das ist soweit. Die ist gemacht. Die Dirtwand. Ja. Und hier soweit, das ist alles, also zwei Etagen dort, das ist alles normal. Oder natürlich, vielmehr. Am Balkon. Komm, jetzt schmeißen wir das Ei hier mal weg. Dann können wir den hier wieder dicht. Na, so. Am Balkon. Ach, meinst du da unten das? Ach. Tipp. Hier. Das hier. Nee, ist auch so gespawnt. Lassen wir so. Ja, hier, die meinst du, ne? Genau das. Ja, nee, lassen wir so. Weil ist so gespawnt. Die habe ich, beziehungsweise generiert, ne? Die habe ich nicht, obwohl, weißt du was? Komm, da hat die liebe Seele Ruhe. Und ich werde noch ein bisschen Cobblestone los. So, siehst du mal, da brauchen wir da gar nicht, auch gar nicht so tief zu machen. Können wir das nämlich hier. So, klack. So reicht das. Monster können ja ruhig rauffallen, das ist ja keine Affäre. Ja? So, bringen wir mal die Erde hier weg. Zigidi, 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 das ist eine Lauferei hier durch. Und so. Und dann haben wir oben noch. Hey, ich will ja. Nee, wir werden mit dem Boot dahin fahren. Das heißt, ich kann zigidi, 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 zigidi. Wieder hier hoch auf den Balkon. Gongdong. Oder hier, zack, zack, zack. Die Grasblöcke einsammeln. Und dann schubidubidub. Die Grasblöcke genau hier dazu schmeißen. Und dann nehmen wir uns ein Bötchen. Und was ist jetzt? Kannst du noch ein bisschen Farbstoff hier mitnehmen? Machen uns mit dem Boot auf zum NPC-Dorf und schmeißen den Krempel da in die Truhen. Mal schauen. Erstmal, naja, es ist halt wieder Logistik, ne? Nee, also wie gesagt, der Sonntagsstream, der Hashtag zum Sonntag, wie er ja nicht mehr heißt,
Da ging es halt um den perfekten Stream. Was ist an Overlays sinnvoll? Was ist okay? Was ist nicht okay? Und was ist gerade in? Und was ist Trend? Und was weiß ich nicht alles. Und da ist mir schon mal wieder aufgefallen, wie sehr sich unser Stream hier von, ja, so von den handelsüblichen Twitch-Streams unterscheidet, beziehungsweise mein Kanal. Ja, so hier sowieso als Ganze ab. No. So, zack, 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 zack. Dann haben wir hier eine Truhe, da können wir erstmal so einiges reinklatschen. Erstmal die ganzen Farbstoffe. Und dann das, was so als Saatgut durchgehen könnte, das noch. Den Rest schmeißen wir hier rein. Was ist die hier unten auch noch? Mensch. Aber egal, wieso habe ich den Trichter hier rausgenommen? Den brauchen wir ja nicht. So, das ist die Schaufel, um Leben ab. Bauen. Eine Schaufel, um Lehm abzubauen. Die können wir mal hier auch in den Rahmen an die Decke klatschen. So. Und so. Ja. Grüß dich, Profort. Hi. Ja. Ja, und wie gesagt, mir ist halt. Oh, es wird duster. Wir sollten dann mal hier schlafen gehen. Geht das schon? Geht noch nicht. Grüß dich, Mr. Papaya. Hi. Ja, es ist ja hier auf meinem Twitch-Kanal einiges anders als auf allen anderen. Ne? Zum Beispiel die Tatsache, dass ich eben keine optischen Alarme habe, sondern nur im Chat. Und Cam hängt. Huch. Ja, Tatsache. Müssen wir einmal gegentreten. Ja. Einmal Miet, 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 Miet. Cam Shake. Sozusagen. Jetzt sollte sie wieder laufen. Ja. Neprofon, hast du richtig bemerkt, dass meine Cam hängt? Das tut sie manchmal. Das ist nämlich keine anständige Webcam, so wie jeder Twitch-Streamer sie hat. Ja, was weiß ich, Digitalkamera oder sonst was. Komm, geh jetzt schlafen. Sondern das ist ein altes Windows-Smartphone, was ich hier als Webcam benutze. Und das hängt halt manchmal. Ne? Ja, ein anderer Unterschied, der halt, glaube ich, auch, naja, nicht unbedingt ins Auge springt, aber schon ziemlich grundlegend ist, ist, dass ich halt keine Alarme habe für Follows, für Subs und für Spenden und alles andere, ne? Sondern dass es da halt nur eben im Chat den Text gibt. Ich meine, klar, natürlich könnte man da was machen und ich könnte auch wieder Sachen machen, die andere nicht können. Ne? Aber ich weiß nicht, wann hatte ich meinen letzten Sub? Ich glaube, der ist 2 oder 3 Monate her. Ne? So eine Sachen. Ja, ich nutze Streamlabs. Wie gesagt, Pro for Twitch. Ich bin seit na, mittlerweile über einem halben Jahr, seit Oktober letzten Jahres, hier auf Twitch aktiv. Und hatte in der Zeit, ich glaube, 3 oder 4 Subs. Ja, da ist es scheißegal. Entschuldige. Ob ich jetzt Tippi stream oder sonst was nehme, ja, für die 3, 4 Mal alle halbe Jahr, wo es benutzt wird. Ne? Ja, ne? Das meine ich halt mit dem Alarm nur im Chat. Ne? Danke für den Follow. Und ja, no, hoffe mal, Profort, du schaust dann hier auch öfter
nochmal vorbei. Nicht nur wegen Minecraft. Ach, ja, danke, Mr. Papaya, aber wie gesagt, es ist. Es hat hier keine Priorität. Ja, denn. Oh, danke. Also. Ja, ich meine, Subs gut und schön, aber. Soweit bin ich ehrlich gesagt als Streamer ja noch nicht. Noch habe ich eigentlich ganz andere Prioritäten. Beziehungsweise nicht Prioritäten, aber Ziele. Ja, nämlich mehr als die 6 bis 8 Zuschauer zu haben. Beziehungsweise, dass sich hier was mit den Zuschauerzahlen entwickelt. Meinetwegen langsam, aber wenigstens entwickelt. Ja, das ist ja so die, na, ich sag mal nicht die Krux bei mir, aber das ist so das Ding. Frage ist, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal runter, zurück in die Mine oder treiben wir uns hier ein bisschen rum? Ich würde mal sagen, genau. Ich gönne mir und uns und euch kurzes Päuschen. Ja, dann geht's weiter mit der kostenlosen 5 € Einführungstour für Profort. Ne? Und ja, ne, wir sehen uns also gleich wieder. Wie gesagt, so 4-5 Minuten, kurzes Päuschen. Muss das Heißgetränk wegbringen. Ne? Bis gleich.
So, da sind wir übrigens gleich wieder da. Ich lasse mal das Pausenvideo noch laufen. Das ist ein Video, ein Überflug über meine Welt zur Folge 400. Also, die ist auch schon eine Weile her. Wir sind ja jetzt bei 726. Ja. Ich gucke nur gleich nochmal nach der Karte. Zack, 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 nach der Übersichtskarte. Na, sag mal, da haben wir sie doch. So. Klicki-di-klack, komm schon, Kiste. Und da haben wir sie, die letzte aktuelle Karte. Und die können wir dann auch gleich. Hallo, da bin ich wieder. Genau, Kamera läuft auch. So, schwupp. Da haben wir sie, die Übersichtskarte. Das ist meine Welt. Ich spiele diese Welt seit 8 Jahren. Über 8 Jahren. Seit Oktober 2010. War damit seit Anfang 2011 als Let's Player auf YouTube unterwegs. Na, angefangen hat das Ganze damals hier am Strandhaus. Folge 30 gab es dann das Special hier mit dem Creeper Memorial und so weiter und so fort. Na, bin also immer durch die Welt gezogen und habe sie erkundet, und wo ich ein schönes Plätzchen gefunden habe, da habe ich mir was gebaut. Ja, und da ist eben über die über 8 Jahre inzwischen einiges zusammengekommen. Na, Kiste, mach mal hin hier. So. Ja, hier die Berge des Wahnsinns und das Sumpfhaus, die Deep Sea Drill Station, ja, Pseudopolis und so eine Sachen, alles. Na, ja, Stolat. Viele Namen sind hier aus den Scheibenweltromanen von Terry Pratchett. Es hat alles irgendwie einen Bezug, eine Bedeutung für die Leute, die halt schon lange dabei sind oder mich halt kennen. Dann gab es auch mal Mitbauaktionen. Da hat zum Beispiel Hongs vor Amiga, der ja heute auch hier im Chat dabei ist, hier das alte Lager aus Gothic nachgebaut und den Troll. Entschuldigung. Und den Troll zu hacken. Kostenlose 5 € Einführungstour. Es könnte auch eine kostenlose 50 € Einführungstour sein. Nein. Aber diese Tour hier, dieser Überblick über die Karte. Ja, und dass ich halt erzähle, dass ich diese Welt schon eben seit 2010 spiele. Das ist die kostenlose 5 € Einführungstour. 5 €. Kostenlos, ne? Genauso wie Twitch und das weiter hier zuschauen. Also, ne? ja, und momentan sind wir eben dabei. Wir haben zuletzt vor einigen Monaten hier das Mesa-Biom erkundet und gehen jetzt hier weiter nach Osten. Haben wieder Anschluss gefunden an den alten Teil der Welt, hier bei den Tolstojewski-Höhlen. Genau, The Secret, genau, richtig erklärt, danke dafür. No. Und ja, wir sind von den Tolstojewski-Höhlen aus ein Stück weit nach Norden gegangen und dann eben hier nach Osten. Und dann über diese Karte hinaus weiter nach Osten. Also die Gebiete, in denen wir jetzt unterwegs sind, sind nicht mehr auf der Karte drauf. Creeper Memorial Special war Folge 18. Ah, okay, danke. Ja, und ihr seht, eine ganze Reihe Zuschauer sind eben schon auch diese 8 Jahre schon dabei. Ah, doch. Doch, Profort, doch. Ja. Diese Übersichtskarten findet ihr auch auf meiner Twitch-Seite, wenn ihr runterscrollt. Ja, Folge 18 war das Creeper Memorial Special. Stimmt. Ja. Diese Übersichtskarten könnt ihr euch übrigens runterladen. Ne? Findet ihr auf meiner Twitch-Seite, wenn ihr runterscrollt in dem Minecraft-Panel. Da sind die Download-Links. Diese Karte gibt es in zwei Varianten. Einmal Lores, so wie hier, ne? Dass es unscharf wird, wenn man reinzoomt. Ungefähr 15 MB groß. Und schließlich Hi-Res. Die bleibt also scharf. Wenn man reinzoomt, da kann man hier jeden einzelnen Block erkennen. Die ist allerdings 100 MB groß. Ja.
Und ja, so von den Dimensionen her ist die Welt, glaube ich, von West nach Ost 8 Kilometer rund, von Nord nach Süd auch rund 8 Kilometer. Also rund, Pi mal Daumen, 64 Quadratkilometer, die ich hier habe. Und es ist meines Wissens nach die größte und am längsten bespielte Minecraft-Welt, die es im Internet gibt. Ja. Ich spiele hier im Singleplayer Survival. Und ja, Sachen so wie meine Ausrüstung hier, ne, die es so im Survival-Modus nicht geben kann, ne, die habe ich über Mitbauaktionen bekommen. Folge 30, Kloster von Eudong. Genau, Folge 100 war Les Piranhas. Und das Kloster von Eudong kann durchaus um die Folge 30 rum gewesen sein. Ja, viel zu lange her, ne? Das war 2011 auf YouTube. Ja. Und ja, ich habe meine Welt damals zum Download angeboten, habe meinen Zuschauern gesagt, sucht euch ein Plätzchen aus, baut da was. Ja, so hat Honks eben zum Beispiel das alte Lager aus Gothic nachgebaut, und dann gibt es noch andere Sachen, die über diese Mitbauaktionen in meine Welt gekommen sind. Und die Leute haben natürlich im Kreativmodus gebaut und mir dann halt solche schönen Sachen hier in Kisten gepackt. Und die habe ich dann eben in meine Welt übernommen mit ihren Bauwerken. Ne? Deswegen habe ich hier Materialien zur Verfügung, die man normalerweise im Survival-Modus nicht hat. Ja. Ohne dass ich selber. Ups, das Kabel verwickelt. Ohne dass ich selber mal in den Kreativmodus gehe. Also schon mal, ne, zur Folge 400 habe ich halt mal so einen Überflug gemacht über meine Welt. Und das seht ihr jetzt eben hier als Pausenvideo. Ja. Aber ja, das ist so die Sache. Das lief auch 2011 auf YouTube ganz gut. Und ja, siehst du mal, wir wollten hier einfach noch mal ein bisschen dann auf Erkundung gehen. Beziehungsweise genau von hier aus nach Süden. Warte mal, ich nehme mir mal einfach ein bisschen Erde mit, dass wir hier vielleicht noch mal so das eine oder andere Unschöne ein bisschen ausgleichen können. So. Ja, wie gesagt, 2011 bin ich als Let's Player auf YouTube gestartet, ne, mit dem Let's Show Play Minecraft 2011. Da hast du was Proforged? Nix gemacht. Okay. Ja, und lief soweit auch ganz gut. Ich hatte ja recht schnell, also beziehungsweise ja über 2011. Oder Ende 2011 hatte ich sowas um die etwas über 2000 Abonnenten und so, ja, 600 bis 800 Views auf eine Folge Let's Show Play Minecraft. Und ja, Let's Show Play Minecraft deswegen, weil es eben kein reines Let's Play war, sondern eine Mischung aus Let's Show und Let's Play. Das heißt, ich habe zwischen den Folgen halt auch offscreen was gebaut und das dann eben in der nächsten Folge gezeigt. Ja. Daher halt der Name Let's Showplay Minecraft. Und ja, Ende 2011 hatte ich, wie gesagt, etwas über 2000 Abonnenten auf YouTube und so 600 bis 800 Views auf eine neue Folge. Und das brach dann aber 2012 ein, weil die Leute eben kein Singleplayer Minecraft mehr sich angeschaut haben. Genau, da gab es noch Pongy, Dysfunction, Down for Life. Ne, die sind heute alle weg. Ja. Und damals kamen halt Mod-Vorstellungen in Mode. Und halt diese ganzen Server-Sachen wie Hunger Games und was weiß ich, was es da alles gibt. Lehm. Oh, lasse ich mir nicht entgehen.
Und ja, da brachen dann die Zuschauerzahlen ein, ne? Ende 2012 hatte ich dann so um die, oder nur noch um die 100 Zuschauer pro Folge. Ich hab auch noch andere Sachen Let's Played auf YouTube, aber das Kernstück war immer das Let's Showplay Minecraft. Ne? Und ja, von Dawn for Life habe ich meinen ersten und einzigen Push bekommen. Ja, diese ganzen Battle Royale und PvP-Dinger. Ne? Und Mod-Pakete, Life in the Woods und so eine Sachen und die Vorläufer davon. Die waren dann halt populär und gefragt und es hat halt keiner mehr ein Vanilla Let's Play in Minecraft geschaut. Hat die Leute einfach nicht mehr interessiert. Ist ja auch okay. Ne? Kann man ja keinem einen Vorwurf machen. Ja. Und so sind halt die Zuschauerzahlen bei mir eingebrochen, weil ich wollte halt nicht jetzt irgendwie selber mit Modpacks eine neue Welt anfangen, sondern ich wollte halt meine Welt weiterspielen. Okay. Ne? Ja, habe also einfach so weitergemacht. Ne? Und über die Jahre sind halt die Zuschauerzahlen immer weiter runtergegangen. So 2018 war ich dann wieder bei einstelligen Viewzahlen. Ja, schade, natürlich. Ja. Aber es sind halt eben einige Zuschauer, die heute auch noch dabei sind, über die Jahre immer dabei geblieben. Und wir haben schon richtig geile Sachen gemacht im Let's Showplay Minecraft, weil ich mich halt nicht so, ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen, weil ich mich halt nicht so an die oh, was haben wir denn hier Schönes? Das gucken wir uns doch gleich mal an. Schwuppdi-zack. Siehst du mal, da können wir doch hier gleich auch mal die Nacht verbringen. Das sieht doch mal erstmal wieder nach einem interessanten Bauplatz aus. Ja. Ach ja, das, also bei mir war es so, ich habe auch einfach mal ohne Ankündigung ein Jahr Pause gemacht. Ja, das wäre für andere Kanäle tödlich gewesen, aber mit dem Let's Showplay Minecraft, da waren ein Gutteil der Leute einfach wieder da. Ja, und das fand ich zum Beispiel klasse. Ja. Ich möchte dann eigentlich dann nachts doch lieber auf einen Berg irgendwo rauf, auf einen Gipfel, weil da kann man sich besser verteidigen gegen so allerhand böse Buben, die ja nachts hier unterwegs sind. Schauen wir mal, ob wir irgendwo hochkommen. So. So. Oh, da höre ich schon das erste Skelettenpfeil auf mich schießen. Ups. Hehe, solange ich hier schnell genug hoch und runter und rauf und weiter springe, kriegst du mich nicht. Bursche, es sei denn, mir hüpft jetzt von oben ein Creeper auf den Kopf. Ja. So. Ja. Schauen wir mal. Hupf, hupf, hupf. Hupf, dass wir hier hoch auf den Gipfel kommen. Da haben wir dann bei Sonnenaufgang sicherlich einen schönen Blick. Na, ja, na, wir haben zum Beispiel Vorlesefolgen gemacht. Das heißt, ich habe einfach, oh, das da hinten sieht auch interessant aus. Schönes Tal mit Lavasee. Da hinten wird auch irgendwas beleuchtet, wahrscheinlich auch durch Lava. Da hinten haben wir auch noch mal einen Lavasee. Also, ui. So einiges an Landschaft. Ja. ja, wie gesagt, ne, Vorlesefolgen
dass ich also Gameplay aufgezeichnet habe, das in doppelter Geschwindigkeit dann abgespielt habe und nachkommentiert habe, dann über Themen gesprochen habe zum Beispiel oder eben tatsächlich vorgelesen habe aus Büchern und so eine Sachen. Also ich habe mir da relativ viele Freiheiten genommen und mich halt auch nicht so in ein Korsett reingezwängt in so ein Format. Ja. Aber naja, YouTube hat sich halt entwickelt, wie sich YouTube halt entwickelt hat. Und so einige Sachen oder eine ganze Reihe Sachen wollte ich ehrlich gesagt nicht mitmachen. Ich habe lange Zeit keine Tags benutzt zum Beispiel. Ich habe auch lange Zeit recht einfache Screenshots oder Thumbnails nur gemacht und solche Späße und ja, irgendwie reißerische Titel oder sowas, und damit habe ich gar nicht erst angefangen. No. Und habe halt auch immer recht lange Videos gemacht. No. Ich konnte schon, weil ich meinen YouTube-Account seit 2006 habe, konnte ich schon recht früh länger als eine Viertelstunde hochladen, Videos hochladen, die länger als eine Viertelstunde waren. Und die Folgen im Let's Show Play Minecraft, die wurden halt auch recht schnell länger als die übliche 10 Minuten, Viertelstunde, später 20 Minuten. Ne? Bei mir war das relativ schnell halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Ne? Und ja, das war natürlich was, was mich von anderen abgehoben hat, neben vielen anderen Sachen, ne? Alleine zum Beispiel die Stimme und die Art, wie ich spiele und kommentiere und so weiter und was man hier macht, war halt alles anders als sonst auf YouTube üblich, ne? Und ist auch alles anders als zum Beispiel jetzt auf Twitch üblich, ne? Also von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da vom Regen in die Traufe gekommen bin, aber ja. Also 2018 war ich, wie gesagt, dann auf YouTube wieder bei einstelligen Viewzahlen angekommen. Da, wo ich also 2011 schon war, dachte ich mir, okay, YouTube hast du durchgespielt, sozusagen. Ja, oder vielmehr, YouTube hat dich durchgespielt. Und ja, wie sich die Plattform entwickelt hat, das hat mir allgemein auch nicht gefallen. Ja. Ich habe da also immer weniger Zukunft und immer weniger Platz für meine Inhalte und für mich gesehen. Das ist Ost, das ist Süden. In die Richtung müssen wir weiter. Ja, ungefähr, dass wir da dann auch mal wieder zusehen, dass wir bekanntes Gebiet zu fassen kriegen. Ich würde sagen, wir laufen hier jetzt einfach mal diesen Bergkamm lang. Ja, ist ja gut, Knochenkalle. Da hast du. Ja. Mit Livestreaming habe ich schon mal experimentiert auf YouTube. Ja, als das Feature da neu eingeführt wurde, dachte ich mir, okay, bist du mal vielleicht so von Anfang an mit dabei. Ja, hat sich aber dann auch nicht so entwickelt. Ne? Und ja, Ende 2018 dachte ich mir, komm, also von YouTube hast du die Schnauze voll. Na, rennt mir da einer hinterher? Nein, erfreulicherweise nicht. Wie gesagt, Ende 2018 dachte ich mir so, na, was soll das jetzt, wie weiter? Na, Spinni? So. Überraschung. das ist ja auch mal wieder ein Ding hier. Alter Schwede, das müssen wir uns mal genauer angucken. Vor allen Dingen auch bei Tageslicht. Und mit ein bisschen Baumaterial zur Hand. Ich würde mal sagen, wir klopfen hier einfach mal die obere Reihe weg. Und auch hier diese fliegenden Steine. Und dann sehen wir zu, dass wir uns mal da hochbauen.
No, möchte das schon. Ui, der Schwede. Was hat hier der Landschaftsgenerator mal wieder hingestellt? Das ist ja auch so eine Sache. Ja, ne, wie gesagt, halt Ende 2018 dachte ich mir, okay, YouTube, kein Spaß mehr, bringt nichts. Ne, beziehungsweise geht nur noch in eine Richtung, nämlich abwärts. Und ich war einfach auch unzufrieden, ne, ganz klar. Och, guckt mal, Mensch, da haben wir nochmal einen schönen Berg mit einem Wasserfall. Halleluja. Ja. Und ja, dann dachte ich halt, okay, guckst du mal auf Twitch, ne, wie es da läuft. Hab im Oktober 2018 angefangen auf Twitch zu streamen, während ich parallel noch auf YouTube das Let's Showplay Minecraft gemacht habe. Und ja, das hat sich soweit ganz gut angelassen, dass ich mich also dann entschlossen habe, ne, YouTube den Rücken zu kehren und zu Twitch zu wechseln. Wie so viele andere YouTuber ja auch. Ne? Und ja. Deifisack. Nee. Kann ich mich nicht daran erinnern. So, das ist West, da ist Norden, da ist Süden. Nee, da ist Süden weiter, okay. So. Sehen wir mal zu, dass ob und wie wir hier heile runterkommen. Alter Schwede. Ja, ist ja gut. So. 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 Und so. So eine Stelle, von der aus wir ins Wasser springen können. Oh, das wird hiervon nicht so klappen. Aber das ist ja auch mal hier eine Gegend. So. Ja, und dann gab es ja zwischendurch noch diese Episode mit Vidme. Ne? Das war, glaube ich, 2017. Und Vidme ist ja dann eingestellt worden. Ne? Aber ja, die Sache oder das Problem ist halt überall das gleiche, dass ich Inhalte produziere, die relativ wenig Leute ansprechen. Ja. Sonst wäre das auf YouTube anders gelaufen, wäre das auf Vidme anders gelaufen und wäre das auch auf Twitch anders gelaufen. Ja. Ich meine, okay, ich bin, weil ich halt meine Stammzuschauer, meine sehr wertgeschätzten, die mich ja über Jahre begleitet haben teilweise. Obi-Wan zum Beispiel, wir kennen uns ja seit 2006, ne, Trackmania. Also bevor ich als Let's Play auf YouTube angefangen habe, haben der gute Obi-Wan und ich schon in Trackmania die Rennstrecken unsicher gemacht. Ne, Project Source Park. Denke ich immer noch dran. Alter, das war eine geile Zeit. Ja. Aber die Trackmania-Nostalgie hatten wir ja auch schon. Hier auf dem Kanal. Na, nicht abgehakt, aber mal drin geschwelgt. Ja, ja, aber ich glaube, das ist so die grundlegende Krux, die ich mit meinen Inhalten halt auf jeder Plattform haben werde. Da sehe ich eine Minecart-Strecke. Ja. Und ja, das da hinten ist, glaube ich, die Melonsee-Farm, so wie es aussieht. Ha! Haben wir einen schönen Bogen geschlagen.
Ja, auf Twitch ließ sich das auch ganz gut an. Ich habe halt relativ schnell den Affiliate-Status erreicht. Gut, das ist ja auch sehr einfach. Aber jetzt seit Anfang des Jahres. Jo, Obi-Wan, alles Gute, ne? Du hast ja, wie gesagt, heute einen kurzen Schichtwechsel. Ne? Frohes Schaffen morgen. Und schlaf gut, träum was Schönes. Na, und wir sehen uns hoffentlich wieder. Ja, und wie gesagt, also den Affiliate habe ich bei Twitch recht schnell erreicht, weil ich eben meine Stammzuschauer mitgenommen habe und die mir gefolgt sind. Ja, und ja, aber jetzt seit, warte mal, den Affiliate habe ich im November, Ende November geschafft. Du von mir gesehen hast, war die Folge 49. Halleluja. Ja. Das waren noch Zeiten. So, ich glaube, ich werde mich hier mal. Kann ich hier schlafen? Nee, es ist noch nicht nachts. Müssen wir mal warten, bis es duster ist. Wenn ich morgen, dann Freitag. Ja, Stichwort morgen. Wäre ja EEP dran. Morgen kein Stream. Morgen kein Stream, ja. Sondern Freitag, ne, dann wieder Let's Go Play Minecraft. Samstag schauen wir noch mal, TDU. Und für Sonntag, auch Sonntag, vielleicht habe ich am Sonntag wieder ein schönes Thema, dass wir noch mal Endboss Mathe machen. Ja. Aber da halte ich euch über die Notifications hier auf Twitch bzw. Twitter dann auf dem Laufenden. Ja, also wie gesagt, den Affiliate habe ich recht schnell erreicht hier auf Twitch. Das war dann schon im November, Anfang Dezember so. Vorgenommen oder geplant, als Ziel gesetzt, hatte ich es mir eigentlich zu Silvester, ne, also 3 Monate. Das klappt also wunderbar. Aber ich habe seit Januar, seit Silvester, habe ich eben ja 6 bis 8 bis 10 Zuschauer im Stream, ohne dass sich das weiterentwickelt. Und das finde ich halt schade, beziehungsweise das ist halt genau dieselbe Situation, in der ich auf YouTube steckte. Ne? Und ja, also wenn du entsprechend früh eingestiegen bist, so in den 60er, 70er Folgen, da konntest du noch alles nachholen. Ne? Weil da waren die Folgen auch noch relativ kurz. Aber ich glaube, so ab Folge, ja, an den Folgen, 60er, 70er Folgen, da fing das dann schon an, dass so eine Folge eine Dreiviertelstunde, eine Stunde lang war. Ja. Ach ja. Ja, und na, ist halt jetzt eben die Krux, was mich halt auch immer wieder ein bisschen, ja, meh, ich sag mal ein bisschen runterzieht oder mal ein bisschen, ja, immer wieder beschäftigt. Ja, ne, dass die Zuschauerzahlen hier auch wieder stagnieren. Ich sitze im Regen. Und ja, ich einfach nicht die Inhalte produziere, die mehr Leute sehen wollen, so wie es aussieht, beziehungsweise halt, es gibt da draußen ja vielleicht auch Leute, die genau das sehen wollen, was ich mache, die aber keine Ahnung von mir haben, ne? Die nicht wissen, dass es mich gibt. No. Und ja, ich habe ja auf YouTube so einiges probiert. No. Und hier auf Twitch zum Beispiel auch eben angefangen, World of Warplanes zu streamen, so als Einstieg, um mal so den großen C ins Wasser zu stecken. Aber man könnte aus Nostalgie wieder das erste Intro einblenden mit dem Creeper-Sound. Ja, müsste man aus einer alten Folge rausschneiden, was so kein Problem wäre. Dann wäre aber die Folgennummer drin. Ja,
Die Vorlage, mit der ich das damals in Vegas gemacht habe, erstellt habe, dieses Intro, die habe ich nämlich leider nicht mehr, weil zwischendurch ist mir ja mal ein Rechner abgekackt, ne? Also die Festplatten. Ja, und das ist halt so die Sache, ne? Und das ist eigentlich jetzt so meine Priorität oder mein erstes Ziel, hier Leute zu erreichen, die meine Inhalte mögen. Ja. Denn ich könnte natürlich das machen, was jeder macht. Ja, das war cool. Das war cool, das Intro. Ja. Das war so ein bisschen, also in grün, lauter Creeper Faces, ne? Mit so einem Waber-Effekt drüber, dass das alles so. Und dann eben, ja, der Creeper-Sound, der ist nicht aus Creeper, sondern der ist aus dem Trailer zu Geheimakte Tunguska. Ne? Und ja, ne, das ist halt so die Sache, mit der ich ja die ganze Zeit eigentlich ringe, ne, die letzten 7 Jahre. Wie finde ich mein Publikum und wie kriege ich die Leute ran, die sich für das interessieren, was ich mache, die das mögen, was ich mache? Denn es muss sie geben, denke ich mir, ne? Es gibt ja schließlich euch. Ja, ich möchte schon einfach auch eine Entwicklung sehen, weil das macht halt auch Spaß. Ne, weil man sieht, es geht weiter, es entwickelt sich was. Ja, ich will nicht sagen, sich abstrampeln. Ich meine, ich betreibe natürlich einen gewissen Aufwand hier mit den Streams. Ne, schon alleine mit Facecam und Hintergrundmusik und so eine Sachen, da haben wir, das hat ja auch eine Weile gedauert, ne, bis ich Hintergrundmusik drin hatte. Und so eine Sachen. Wenn man eine Entwicklung sieht, ne, dass neue Zuschauer auf einen aufmerksam werden und vielleicht mitkriegt, irgendwo, dass über einen geredet wird oder sowas. Das ist eine Sache, die einen antreibt und dann auch ermutigt und motiviert, mehr Aufwand reinzustecken. Ja. Wenn sich nichts entwickelt und es so läuft, wie es läuft, warum soll ich was ändern? Ja. Wie gesagt, ich habe ja auf YouTube so einiges versucht. Okay, jetzt wird es langsam dunkel. Können wir mal schlafen gehen, damit der Regen aufhört. Stimmt, die Max Payne-Höhle. Ja, siehst du mal. Das sind halt die Stammzuschauer, ne? Die kennen das alles. Ja. Und ja, es ist halt eine Sache, hier auf Twitch zum Beispiel für alle anderen und für normalen Twitch-Streamer, gerade auch für Resertainment und seine Community, der für mich und die für mich eigentlich ein großes Vorbild auf Twitch sind. Grüß dich, Sohai. Gerade bei denen sind ja Emotes ein großes Thema. Bei uns ja überhaupt nicht. No. Ach ja, Nostalgie, klar. Ja. Das ist so eine Sache. Also das Thema beschäftigt mich ja, wie gesagt, durchgehend. Mal mehr, mal weniger. Schon die letzten 7, 8 Jahre. No. Und mal schauen. Ja, die Sache, dass es hier sich auf Twitch, ja, sich im Prinzip nicht weiterentwickelt, ne, über die letzten 6 Monate, knappe halbe Jahr seit Anfang des Jahres. Wann ist die nächste Pause? Tee ist bereits alle und ich sitze zum Trocknen. Okay, gutes Stichwort. Heißgetränk ist nämlich auch, da ist auch schon der Boden zu sehen. Ne? 13 bzw. 17, ja, sehr kompliziertes Thema. Aber diese Sache mit den Upload-Filtern kann nicht funktionieren. Und um es einfach mal ganz kurz in 2 Sätzen zusammenzufassen, ne, womit man der Komplexität des Themas
auf keinen Fall gerecht wird. Klar sollten die Interessen von Urhebern geschützt werden und besser geschützt werden. Aber Artikel 13 bzw. 17 sind da der falsche Weg, denn die oder von denen profitieren ausschließlich die Verwertungsgesellschaften. Ja. Also GEMA und IG Wort und so weiter. Ja. Von Artikel 13 und 17 profitieren nicht die Urheber, sondern die Verwertungsgesellschaften. Ja, ja, kannst du in dem Thema, bin ich auch nicht mehr drin, seit die Entscheidung im Europaparlament gefallen ist. Ne? Aber was da alles abgelaufen ist, die ganze Geschichte drumrum, ne? Wie man das Ding versucht hat durchzudrücken. Und für mich ist Artikel 13 und 17, also diese Reform des Urheberrechtsgesetzes, ist für mich einfach eine Sache, die von Lobbyisten durchgedrückt wurde. Und diese Upload-Filter, ne, also diese Prüfung von Inhalten darauf, ob sie Urheberrecht verletzen, bevor sie veröffentlicht werden, kann nicht funktionieren. Ja, wir alle kennen das Gerangel mit dem Content-ID-System bei YouTube. Ja, und die Interessen von Urhebern wurden bisher auch schon recht gut geschützt mit dem Notice and Takedown-Verfahren, ja, wie wir es bisher hatten. Ja, Artikel 13 bzw. 17 macht es jetzt eben nur den Verwertungsgesellschaften einfacher, weil jetzt die Plattformen in die Haftung genommen werden können. Das heißt, du hast nur noch einen Ansprechpartner, an den du deine Serienbriefe schickst mit den Abmahnungen, ja, und musst dich nicht mehr drum kümmern. Ja, Momentchen mal, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, der das Urheberrecht verletzt hat? Das ist der Hauptgrund meiner Meinung, ja, warum sie da so hinterher sind. Das waren jetzt zwar mehr als zwei Sätze, aber so halb. Ja. Sehr komplexes Thema, aber da gibt es halt auch viele gute Videos auf YouTube, zum Beispiel von der Kanzlei WBS. Ne? Solmecke, der Anwalt da, hat das Thema eigentlich recht gut aufbereitet. Da ist ehrlich gesagt auch viel von Seiten der Artikel 13 Gegner schiefgelaufen, was man besser hätte machen können, wie man sich besser hätte ausdrücken können. Und diese Affäre zum Beispiel, ja, Internet wird abgeschaltet, YouTube wird abgeschaltet. Nee, wird's nicht. Ne? Aber man kann damit erstmal Stimmung machen. Ja. Und so, ach, da hängt so viel dran. Ne? Aber ich finde es gut, dass viele Leute dadurch wach geworden sind, gerade viele junge Leute dadurch wach geworden sind. Es bestätigt leider nur mal wieder die typische Hypothese eines alten Mannes wie mir, ne? Wenn du das Interesse der Jugend haben willst, dann nimm ihnen das Internet weg oder droh ihnen damit, das Internet wegzunehmen. Dann hören sie dir zu. Ja, diese Upload-Filter können einfach nicht funktionieren. Ja, und das sagen ja auch mehr als genug Experten. Die Leute, die sagen, diese Upload-Filter funktionieren, haben keine Ahnung vom Thema. Ne? Ja, richtig. Deswegen EU-Wahl, ganz wichtig. Ja, hier. Ja, ich habe meine Wahlbenachrichtigung. Geht wählen, Leute. Und guckt euch an, wer wie abgestimmt hat in Sachen Artikel 13. Bin nämlich auch mit dem, was die SPD abgezogen hat, da absolut nicht einverstanden. Ne? Bruch des Koalitionsvertrags und so weiter. Ne? Wo sie sich einig waren, nein, keine Upload-Filter.
jetzt auf einmal, wupp, doch. Und so eine Späße alles. Also da ist so viel schiefgelaufen. Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt Ende Mai zur Europawahl, dass viele, viele, viele junge Leute zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben. Und bewusst ihre Stimme abgeben. Also sich vorher informieren, sich schlau machen, wer hat sich wie verhalten, wer vertritt welche Ziele, wer hat wie gehandelt. Das ist das Wichtige. Weil erzählen können sie einem alles und werden sie einem auch alles erzählen, ne? Vor der Wahl. Ja. Aber achtet drauf, wie die Leute abgestimmt haben. Die Leute, nicht nur die Parteien. Ja. Es gibt auch in der CDU Leute, die Artikel 13 bzw. 17 nicht befürworten und sagen und eine vernünftige, begründete Ansicht zu dem Thema haben. Ja, die zum Beispiel sagen, okay, Upload-Filter können nicht funktionieren. Genau solche Leute gibt es auch bei der SPD und bei allen anderen Parteien. Guckt euch an, wie die Leute abgestimmt haben, als es im Europaparlament tatsächlich darum ging. Und guckt euch an, wie sie abgestimmt haben und abstimmen werden im Bundestag und Bundesrat dazu. Ja? Und trefft danach eure Entscheidung. Informiert euch. Macht es richtig. Informiert euch. Holt euch Fakten. Ja? Nicht nur auf Twitter irgendwem hinterherlaufen, der gerade am lautesten schreit. Ja? Und vielleicht euch am meisten Angst macht, sondern informiert euch. Ja? Und mit diesem Stichwort, mit dieser Empfehlung, informiert euch und geht wählen. Ja, mit dieser Empfehlung gehen wir in eine kurze Pause. Bis gleich.
Hoppala, ich habe das Mikro die ganze Zeit offen gelassen. Sorry. So, da sind wir wieder. Grüß dich, Unterfronte. Hi, herzlich willkommen. Stichwort Subs. Nehmt davon bitte erstmal Abstand. Denn es besteht durchaus die Chance, dass dieses Geld nie bei mir ankommt. Hm? Wie? Du musst ja eine gewisse Summe erreichen, bevor Twitch überhaupt an dich auszahlt. Ja? Und von dieser Summe bin ich noch weit, weit entfernt. Das sind, glaube ich, 100 Euro, die man erreichen muss an Spenden und Subs. Wobei bei Subs ja immer noch, oder Donations besser gesagt, Spenden ist nicht ganz richtig. Also von den Subs wird ja auch Twitch unterstützt, ne? Und nur die Hälfte, glaube ich, geht an den Streamer. Und diese Hälfte muss 100 Euro erreichen, bevor ausgezahlt wird. Ja? Und von dieser Summe bin ich noch weit, weit entfernt. ja. Da hinten haben wir die Karamasow Ranch. Und hier haben wir die Melonensemine. Oh, siehst du, es wird schon wieder dunkel. Siehst du, Mensch, hier, Mensch, die Melonensemine. Da hätte ich mir doch gleich Melonen holen können. Die benutze ich nämlich als Baumaterial. ja, falls ich das noch nicht rumgesprochen hat. ja, ne, aber von daher, ich sag mal, so wie sich das letzte halbe Jahr entwickelt hat, brauche ich noch 3 Jahre. Pi mal Daumen. Jetzt ganz grob geschätzt mal. Ja, und ein bisschen übertrieben. Brauche ich also 3 Jahre, bevor Twitch das erste Mal auszahlt. Ja, und es kann durchaus sein, dass ich in den nächsten 3 Jahren einfach die Schnauze voll habe und hier den Laden dicht mache. Ne? Kann sein. Kann sein. Ne? Und dann würde von euren Subs nie etwas bei mir ankommen. Ja. So ist es. Leider. Ja. Von daher
uns von hier aus wieder auf. Wir versuchen mal wieder den Weg ein bisschen zurückzufinden. Ne? Grüß dich, Dragula. Hi. Na? Ja, ne, also wie gesagt, quasi abschließendes Wort zu Artikel 13, 17. Geht wählen, informiert euch vorher, ne, wer wie abgestimmt hat und hört nicht auf irgendwelche Schreihälse, die euch irgendwas verkaufen wollen oder euch Angst machen wollen. Ne? Tolles Motto vom Vorbuttler übrigens, ne? Lasst euch keine Angst einjagen. denn klar, ne? Europawahlkampf geht ja schon los. Da werden sie alle wieder allerhand Slogans dreschen und das Blaue vom Himmel versprechen. Und ich hoffe, der Zorn, das Engagement bei den jungen Leuten, die jetzt hier im Frühjahr auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, dass der halt lange genug anhält, ja, dass sich das wirklich bei der Europawahl bemerkbar macht. Ja. Und dass halt die Politiker merken, dass sie gewisse Dinge doch nicht machen können, beziehungsweise dafür dann halt auch einen Denkzettel verpasst kriegen. Wobei ich jetzt nicht dazu aufrufen will, aus Protest die AfD zu wählen, ne, die ja so für Protestwähler verschrien ist. Ja, die AfD ist meiner Meinung nach keine Alternative. Ja, ist eine Partei, die für mich, meiner Meinung nach, nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Ja. Also wie gesagt, ne, macht euch schlau, informiert euch. Ja, das heißt jetzt nicht einfach dem nächsten Tweet hinterherrennen und irgendwas nachbeten, was ihr im Internet gelesen habt, ne, sondern seht zu, dass ihr dieselbe Information oder Informationen zum selben Zusammenhang, zum selben Thema von mehreren Seiten kriegt, dass ihr euch aus voneinander unabhängigen Quellen informiert. Ja. Es gibt die Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich hoffe, ich wäre sehr enttäuscht von der Jugend heute, wenn das Engagement, was bei den Demonstrationen gegen Artikel 13 gezeigt haben, wenn das plötzlich weg wäre, weil dann hätten die Politiker recht mit ihrer Einschätzung der Jugend von heute. Ja, typische alte Männerphrase. Ja. Die Jugend von heute. Ja. Aber denn dann hätten die alten Männer recht behalten mit ihrer Einschätzung, dass man es mit euch ja machen kann. Ja. Weil ihr euch sowieso nur 5 Minuten auf etwas konzentrieren könnt. Noch nicht mal 5 Minuten. Ja. Und ja, ich wäre da sehr stark enttäuscht. Wenn da zur Europawahl sich nicht abzeichnen würde, dass massiv junge Leute zur Wahl gehen. Und junge Leute massiv halt auch abstimmen und ihre Stimme abgeben. Ja. Und zwar für die Leute, für die Parteien, die ihre Interessen vertreten. Denn das ist die Aufgabe von Parteien eigentlich. Ja. Interessen vertreten. Und zwar die des Volkes, die der Wähler. Ja. Nicht die von Lobbyisten. Ja. So, wir schauen uns hier mal weiter um. Da oben haben wir wieder ein Stückchen fliegende Erde. Das werden wir mal wegnehmen. So, machen wir uns mal dahin auf den Weg.
Alter Schwede. Ja, ich meine, es ist ja hier eine schöne Landschaft, aber davon haben wir halt auch schon eine ganze Menge. Ne? Ach, ja. Und auch nochmal noch Höhlen hier. Oh. Zack, markieren wir das mal. Und dann hüpfen wir hier mal rein. Und schauen wir mal, was wir hier finden. Oh. Ja, und wie gesagt, mit den Subs und Donations und so weiter, ich habe ja auch bewusst keinen Donation-Button drin. Ja, weil ich ehrlich gesagt von Subs und Donation erstmal nichts habe. Viel wichtiger für mich ist momentan, dass ich gesehen werde und dass ich wachse, dass ich neue Zuschauer erreiche. Ja. Da hat sich eben die letzten Monate über nichts getan. Ja. Ich hatte Anfang Januar ja, so die 6 bis 10 Zuschauer, die ich auch jetzt im Stream habe. Und da ist halt keine Entwicklung zu sehen. Ja, ich hatte schon mal gesagt. Und das ist eine Sache, die geht einfach sehr auf die Motivation. Robert, grüß dich. Schön, dass du wieder zurück bist. Ach ja, huch, da hinten schimmert Tag. Ist das Tageslicht oder ist das Lava, was hier leuchtet? Nee, das ist Tageslicht. Na, guck mal einer, schau. Markieren wir den Höhleneingang hier auch einfach mal. Plopp. Sonne, Licht. Am Ende des Tunnels. Und ich meine, es ist wie auf YouTube. Ich kenne schon, ja, ich sag mal, gängige Erfolgsrezepte. Ja, wie zum Beispiel eben aktuelle Spiele spielen und ja, einfach viel Alarm machen. Mal so ausgedrückt. Ne? Mein Bubis ist bei mir leider nicht. Ja, da muss ich mir schon was anderes einfallen lassen. Aber das ist halt nicht mein Ding und war es halt auf YouTube nicht. Ne? Und ja, ich könnte mir schon vorstellen. Und habe auch oft drüber nachgedacht, einfach im Stream über Themen zu reden und zu informieren und zu zeigen, was es so für Fakten gibt, was es für Quellen gibt, wie eine Geschichte von der einen Seite aussieht, von der anderen Seite aussieht. Also so ein bisschen das, was Love Lloyd auf YouTube macht, was Philipp DeFranco macht. ja. Keine reinen Reaction-Sachen, wie sie Dings macht, Dekadent zum Beispiel, ne? sondern mal so ein bisschen fundierter über, ja, in einem Stream vielleicht zwei, drei Themen reden und diskutieren mit den Leuten, mit den Zuschauern. Funktioniert natürlich nur, wenn Zuschauer da sind, ne? Sonst halte ich da einfach 4 Stunden lang Monolog. Ich meine, kann ich als Let's Player? Ja, es ist ja schon jetzt so, dass in den Streams hauptsächlich ich am Reden bin und es im Vergleich zu anderen. Na, Indy, alles klar?
Okay. Na, da ist ja der Kollege noch unterwegs. Na, sag mal. Ich will nicht stören hier. Danke. Ich möchte hier nur ein bisschen Eisen aus der Wand klopfen. Darf ich mal? Danke. So. Ach, guck mal. Kaum schlägt man irgendwo eine Wand weg. Plomp. Schon fällt ein Enderman runter. Und schon entdeckt man hier noch mehr Höhle. Oh, kannst du mal sehen. Ja, ich habe ja auch hier im Let's Showplay Minecraft viel zum Beispiel über Bildung und Schule gesprochen. Ne? Gibt es ja auch noch die, war auch noch teilweise zu YouTube-Zeiten. Wo ich mir dazu so meine Gedanken gemacht habe. Und ich könnte mir schon vorstellen, und es würde mir auch Spaß machen, das so zu machen, ohne im Hintergrund Minecraft zu spielen und hier durch irgendwelche Höhlen zu toben. Ja, aber dafür braucht es halt auch Zuschauer, die mitreden, mitdiskutieren, vielleicht auch Themen bringen, mit denen man interagieren kann. Und das haben wir ja hier momentan nicht. Ich meine, ist auch gut so, wie es ist. Ja. Gibt es eigentlich noch Kanäle, die andere Kanäle vorstellen? Ja, auf YouTube gab es ja mal eine Zeit lang diese Promote Yourself oder Ich promote dich Kanäle. Was schon auf YouTube nicht funktioniert hat. Weil diese Kanäle werden nur von YouTubern in dem Fall geschaut. Ne? Und die wollen halt auch nur sehen, wie sie da vorgestellt werden. Und alles andere interessiert sie nicht. Ja, Zuschauer, die nach neuen Inhalten auf YouTube suchen, die gucken da nicht rein. Ja. Von daher ist so ein Format zu machen eigentlich Selbstmord. Weil man damit keine Zuschauer bekommt, sondern nur andere Streamer oder YouTuber als Zuschauer hat. Und das ist es halt nicht. Ne? Das bringt's nicht. Ja, oder halt auch sowas wie Endboss Mathe. No, was mir ja schon lange im Kopf rumgespukt hat und wo wir auch mal so ein bisschen reingerochen haben, als ich mich einfach mal durch so eine MSA-Klausur gearbeitet habe. Würde ich am Sonntag übrigens wieder machen. Ups. Ja, ist er doch hochgegangen. Nur sowas. Denn ist gerade wieder was Interessantes passiert, dass nämlich Abiturienten in Bayern sich beschwert haben, dass die Aufgaben im Mathe-Abi zu schwer waren. Ja, und da möchte ich mir die Aufgaben doch mal angucken. Ich meine, ich habe schließlich selber mein Abi mit Mathe gemacht, Mathe-Leistungskurs. Ist zwar knapp 40 Jahre her, aber ich denke mal, so einiges habe ich immer noch drauf. Na bitte, wenn das mal keine Schlucht ist. Na, kann ich da dicht machen? Achso, nee, das kommt da von weiter oben her. Das heißt, wir werden hier erstmal klack Licht in die Bichte bringen. Halleluja, was hat da denn zugeschlagen? Wollt ihr den Link zum Discord posten? Zu welchem Discord? Ach so, Links posten ist nur für Mods? Bist du Papa? Bist nur, du bist noch kein Mod. Okay, das könnte man mal machen, weil du bist ja nur hier auch lange genug dabei. Aber wieso den Link zum Discord? Profort.
Ja, Profort. Ich habe einen Discord-Server. Der ist allerdings ja nicht öffentlich. Da ist auch nicht viel los. den hat einer meiner Stammzuschauer eingerichtet und betreut den im Prinzip. Da ist aber ehrlich gesagt nicht viel los. Ja, da kündige ich gerade mal an, wann ich streame. Und auch das nicht immer so regelmäßig, wie es sein sollte. Also von daher, ja, das ist auch so eine Sache, ne? Die meisten Streamer haben einen Discord, ne, und haben einen öffentlichen Link dazu. Hatte ich auch mal eine Zeit lang, dass wir den Link zu meinem Discord hier öffentlich hatten. Nee, nicht mehr, Mr. Papaya. Nicht mehr. Wenn ich richtig informiert bin. Ja, und er steht meines Wissens auch nicht mehr unterm Stream. Der Link zum Discord. Aha. kleinen Moment, ich stelle mich mal safe und dann gucke ich noch mal. Nicht, dass ich das übersehen habe. So. Zack. Weil das würde mich wundern. Ich bin nämlich der Meinung, ich habe den rausgenommen. Ach so, ja, Discord und Twitter. Und da ist aber, da ist noch ein Link dahinter. Tatsache. Siehst du, habe ich den übersehen? Zack, hauen wir den. Hauen wir den Link mal raus. Danke. Das habe ich doch glatt übersehen. So, so. So. Zack. So, da haben wir es. Ja. Ja, keine Affäre. Der Link war noch drin und der Link war auch die öffentliche Einladung für den Discord-Server. Ich dachte, ich hätte die überall rausgenommen inzwischen. Keine Affäre, Mr. Papaya. Ja, grüß dich, Janis. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Wie gesagt, der Link zum Discord war eine Zeit lang öffentlich. Grüß dich, Lorakus. Hi. davon müsste ich was wissen. Meinst du nicht auch? Also wie gesagt, der Link zum Discord war eine Zeit lang öffentlich. Aber da sind halt die falschen Leute reingekommen. Um es mal so zu sagen. war eigentlich. Hoppala. War der Discord oder ist der Discord zur Abstimmung gedacht zwischen den Mods und mir und beziehungsweise den Stammzuschauern und mir, falls wir mal was gemeinsam machen, was weiß ich, zum Beispiel Trackmania. Ja, das ist Server-Hoster und dann man sich darüber absprechen kann, irgendwelche anderen Sachen. Ne? aber Lorakus, komme ich gleich drauf, ja? Lass mich nur dieses eine Thema erstmal zu Ende bringen mit dem Discord-Server. Ja, also es gibt einen, wir verwenden ihn allerdings nicht. Der Einzige, der darauf schreibt, bin ich. Wenn ich streame, beziehungsweise meine Streams ankündige, das mache ich aber auch ganz normal hier über die Notifications auf Twitch. Kriegt ihr das auch mit? Ja. Und nein, so alt bin ich da nur doch nicht.
Tucky Place. Hi. Ja. Also, wie gesagt, wir haben zwar einen, aber der wird nicht genutzt, da ist nichts los. Ne? Noch haben wir halt nicht so richtig den Verwendungszweck dafür gefunden. Ne? Und, Janis, grüß dich, hi. Ja. Ja, man hat meiner Stimme schon öfter eine gewisse beruhigende Wirkung nachgesagt. Ne? Ich meine, solange du zuschaust, kannst du dich auch gerne pennen. Hauptsache, du zählst als Viewer. Ja. Alles für die Klicks hier. Nein. Genau. Ich spiele Einzelspieler. Lorakos. Ja. Und zwar seit 8 Jahren. Seit über 8 Jahren. Mittlerweile. Ich stelle mich hier mal kurz safe und dann gibt es wieder die kostenlose 5 Euro Einführungstour. Zack. So, da sollten wir sie gleich haben, die Karte. Na? Ja, ist ja okay. Hauptsache, du hast sie bis zum Ende durchgeschaut, ne? Das ist nämlich gut für die Watchtime. Scheiße, ey. Ah, YouTube verdirbt einen so. Ja. ja. Aber ich spiele diese Welt seit Ende 2010. Ja, hab damals hier am Strandhaus angefangen, in der Minecraft Beta 1.1. Und ja, seitdem ziehe ich also durch diese Welt im Singleplayer, Vanilla, ne, also ohne Mods. Und erkunde sie und wo ich ein hübsches Plätzchen finde, da baue ich mir was und verbinde das Ganze mit Wegen, mit Minecart-Strecken und natürlich auch über den Nether ist das Ganze verbunden. Und ja, mittlerweile ist da so einiges zusammengekommen. Anfang 2011 habe ich damit als Let's Player auf YouTube angefangen und seit Oktober 2018, also jetzt knapp 6 Monate, bin ich hier auf Twitch unterwegs. Ne? Diese Übersichtskarten könnt ihr euch übrigens runterladen. Gibt es in 2 Varianten. Einmal Low-Res, so wie hier, dass es unscharf wird, wenn man reinzoomt. Und die High-Res-Variante, die bleibt dann eben scharf. Ist allerdings 100 MB groß. Diese Übersichtskarte, nicht die Welt. Ja? die Welt ist wie gesagt Singleplayer, da bin nur ich unterwegs. Ich habe sie mal vor Jahren zum Download angeboten, meinen Zuschauern. Und habe denen gesagt, sucht euch ein Plätzchen aus, baut da was. Und wenn mir das gefällt, dann übernehme ich das in meine Welt. Und da sind zum Beispiel Sachen zustande gekommen, wie hier Ravine City, das Hongs for Amiga gebaut hat. Oder auch von Hongs for Amiga hier das alte Lager aus Gothic oder mit den Leuten vom oder hier von Obi-Wan, Sulis Lob, das hat der gebaut. Oder Sweetwater, das ist auch in einer Mitbauaktion entstanden. Da habe ich hier das Gelände parzelliert, aufgeteilt und gesagt, da will ich das haben, da will ich das haben. Sweetwater ist eine alte Westernstadt. Wie man hier vielleicht auch sieht, da gibt es ein Fort, da gibt es den Green Diamond Saloon, da gibt es hier eine Anlegestelle für den Mississippi-Dampfer und so weiter. Ja. Und ja, das haben alles meine Zuschauer gebaut. Teilweise Leute vom Adrondal-Server, ne, wer sich noch an Let's Rock Minecraft erinnert und so weiter. Und ja, inzwischen ja, ist diese Welt ziemlich groß. Wir sind momentan unterwegs hier im Nordosten der Welt, hier im Bereich nordöstlich der Melonenseemine. Hier haben wir neue Stationen errichtet, die noch nicht auf der Karte drin sind. Die müsste ich bei Zeiten mal wieder aktualisieren. Das ist inzwischen aber auch eine Sache, die mehrere Stunden dauert, einfach weil die Welt so groß ist und die Karte, die Grafikdateien,
die dann da zu handeln sind, recht groß sind. Wie gesagt, ne, die Übersichtskarte in Hi-Res 100 MB. Einzelne Grafik. Da hat Photoshop dann ein bisschen dran zu knacken. Ne? Hafenmeins Part Sweetwater, viel zu smal für die beiden Dampfer. Ja, ne, hier hast du eine Insel, hier hast du eine Insel. Das helle hier, das ist halt niedriges Wasser. Ne? Es ist gerade Ebbe, ganz einfach. Ne? Ja, da könnte man dann mal vorbeischauen und hier so ein bisschen abgraben, ne? Dass man hier eine schöne Ausfahrt für die Dampfer hat. Aber die bewegen sich ja eh nicht, ne? Die liegen da schon seit Jahren rum. Ne? Sweetwater, die Mitbauaktion, wann waren die? Vor 5-6 Jahren rund, ne? Naja, ne? Ja, das ist, wie gesagt, meine Welt. Das ist das Let's Show Play Minecraft. Und, ja, Black Shadow, ein SSD-Laufwerk bekommen für dein PC. Gute Hoffnung, dass es bald dann schneller geht. Ja, kommt drauf an, wie man das Ding dann einsetzt, aber ich drück dir da mal die Daumen. Ne? So, wir schauen uns hier gleich dann noch weiter in der Höhle um. Ne? Schlucht haben wir ja schon entdeckt hier. Fehlt also nur noch eine Mine oder ein Spawner. Ja, der klassische Let's Show Play Minecraft Dreiklang. Ach, immer wieder. Dreiklang. Ja. Ja, aber wie gesagt, mit der Idee, ich sag mal, so ein News- oder Themenformat zu machen, habe ich mich ja schon auf YouTube beschäftigt. Und auf Twitch ginge sowas auch. Ja. Aber es ist halt die Krux, dass das einfach erst interessant wird, wenn man eine gewisse Zuschauerschaft hat, eine gewisse Größe, eine gewisse Zahl an Zuschauern erreicht, weil sich dann eben auch wirklich ein Dialog mit dem Chat ergibt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, die uns jetzt noch von vielen anderen Twitch-Channels unterscheidet, auch so der Umgang unter uns und mit uns ist ja doch ein bisschen einmalig. Ne, sag mal, wo seid ihr denn? Da unten seid ihr, so wie es aussieht. Dann hauen wir uns da mal rein. Na Leute, Kuckuck. Ja, hier kommt er gleich. So. So, du auch noch? Okay. Eieieiei, Leute. Ist da irgendwo ein Nest? Ist da irgendwo ein Spawner? Hä? Nee, die sind einfach hier gespawnt. Weil ich mich halt schon eine Weile hier in der Gegend rumtreibe. Oh, sag mal, Leute. Was ist denn das hier? Backups halt. Okay. Für Backups eine SSD anschaffen? Hä? Das ist eine Sache, die ich nicht so auf Anhieb verstehe. Ehrlich gesagt. So. So und so. Denn für Backups würde ich eher eine normale Backups von der SSD. Okay. Auf irgendwas. Naja, also bei Backups sitzt eigentlich oder ist eigentlich der Flaschenhals. Ja, die Übertragung von einer Festplatte auf die andere.
Da kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn eine SSD ist. Aber ja, bin ich ehrlich gesagt auch nicht so firm drin. Und ja, ist halt die Sache, ne, wie lange SSDs halten. Da ist ja quasi schon fest eingebaut. Ups, ist er doch hochgegangen. Na sowas. quasi schon ein Verfallsdatum fest eingebaut. Na. Jungs, wo kommt ihr denn alle her? Da. Noch einer. So, Knochenkalasche wird auch noch irgendwo rum. Eggshot. Und? Eggshot. Okay, der ging ins Knie. Der ging ins Knie, bin ich ehrlich. Ja? War nicht der übliche Eggshot, den ihr von mir gewohnt seid. So, dann kleben wir so mal hier noch ein bisschen Eisen aus der Wand. Ja, ne, aber das ist halt eine Sache an diesen Zuschauerzahlen, hängt halt doch so einiges, ne? Zum Beispiel eben auch, ob eure Subs und Donations, wenn ihr sie denn macht. 13, yo, by the way. Jo, danke. Ja, ob die überhaupt bei mir ankommen. Na, denn noch, wie gesagt, bin ich weit, weit von der ersten Auszahlung bei Twitch entfernt. Dass da also wirklich Geld fließt. Und ja, momentan ist es halt auch einfach nicht meine Priorität. Mit Subs hoch sind wir schon wieder voll. Naja, so ziemlich. Den Feuerstein können wir hier mal wegschmeißen. Es ist eigentlich überhaupt nicht meine Priorität oder Absicht, mit Twitch Geld zu verdienen. Ja, also noch nicht mal. Jetzt, dass das so ein bisschen, was weiß ich, Taschengeld ist oder Geld, das man in ein verbessertes Equipment investieren könnte. Was ja so, ich meine, der klassische Ansatz bei Streamern ist. Upsala. Ha, den zweiten haben wir noch rechtzeitig erwischt. Eine Sache mal. Was bist du denn? Ach, das ist einer von diesen Steinläusen, ne? Oder wie die sich nennen. Wo kommt ihr denn her? Ist hier etwa ein Kerker in der Nähe? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und schon gar nicht auf der Höhe hier. Aha. So, bauen wir uns mal hier rüber. Dann schauen wir mal. Beziehungsweise wir sollten auch erstmal was essen. Silberfische, genau, danke. Ja. Na, Knochenkalle. Ah, der hat da hinten noch einen Spielgefährten gefunden, so wie das aussieht. Weil er sich nämlich nicht mehr um mich kümmert. Hehe. So, den haben wir. Und die Spinne haben wir auch erledigt. Ist jetzt Ruhe hier. Jo, können wir hier einsammeln. Ja, da kommt doch schon gleich der nächste. Nee, also wie gesagt, erstmal ist das Wichtigste zu wachsen, eine größere Zuschauerschaft zu erreichen, ja, überhaupt bekannter zu werden und sich eine, ja, eine stetig wachsende Community aufzubauen. Ja. Heute ist es viel schwerer, dass es viel größere Auswahl gibt. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist halt so.
Ja. Und dazu kommen dann natürlich die Themen bzw. Spiele, mit denen ich unterwegs bin. Da ist ja noch einer. Zack, Eggshot. Ja, ich meine, Minecraft Singleplayer Survival. Ja, wer guckt sich das heute noch an? Ist doch ehrlich gesagt keiner mehr daran interessiert. Ja, selbst wenn du jetzt eine Mod spielst, wie Life in the Woods. Ja, oder halt diese ganzen PvP-Sachen machst in Minecraft. Klar, da ist eine Zuschauerschaft noch da. Ne? Aber das sind halt auch eher die Jungen und ganz Jungen. Ja, so ist jetzt hier wieder Ruhe. Sehr schön. Ja, da ist noch einer. Knochenkalle. Zack. Jawohl, der ging ins Auge. Was hast du davon? Ja. Und wenn ich mir heute so die typischen YouTuber, Streamer angucke, ich weiß nicht. Ja. Und ja, okay, ne, das ist ja so das klassische Bild, was man hat, ne, dass man, wenn man anfängt zu streamen und dann anfängt ein bisschen Geld damit zu verdienen, dass das erst so ein bisschen ja, quasi Trinkgeld ist und dass man davon dann in besseres Equipment investiert, ja, und irgendwann dann eben das eben ein Zusatzverdienst ist, ein kleiner, dann ein großer und irgendwann ist man dann eben Volltime, ne? War auch Thema bei Resertainment im Stream, ne? Das ist halt so die Erwartung, die viele heute haben. Also sowohl Leute, die selber anfangen zu streamen, als auch Zuschauer. Ja, wenn jemand sagt, ja, ich streame, dann kommt heute schon relativ schnell die Frage, ja, und was verdienst du dabei? Hast du Sponsoren? Kannst du schon von leben? Ja, also das so weit ist das schon in der Gesellschaft angekommen. Also zumindest bei den Leuten, die wissen, wovon man spricht, wenn man sagt, man streamt. So, den Pilz schenken wir uns mal hier, den brauchen wir nicht. Und ja, das ist ja alles, nee, ist alles noch nicht meins. So. Und na, YouTube ist einfach aus den Steinziegelsorten, genau. Ja, das sind ja diese Dungeons, die es gibt. Ups, da können wir mal ein paar Tintenfische retten, ja, indem wir das hier dicht machen. Nicht, dass die hier durchgespült werden. Da müssen wir aber noch ein bisschen höher hinaus. So wie ich das sehe. So wie ich das sehe, sehe ich hier erstmal gar nichts ohne Licht. Ah, von da oben kommt's. Hübeli hüpf. So. So. Ja, also YouTube ist ja inzwischen so durchprofessionalisiert, dass es mir ehrlich gesagt keinen Spaß mehr hat. Twitch wird ja dieselbe Entwicklung durchmachen, beziehungsweise macht sie ja schon durch. Ja, von Instagram will ich da gar nicht erst reden. Ne? In der 1.14, ja. Ja, die Silberfischchen sind eingeführt worden mit den Dungeons. Also diesen unterirdischen Verliesen, Festungen, wo die halt aus bestimmten Steinziegeln herauskommen.
springen oder spawnen. Ja. Ich glaube mit den kurz nach den Endermännern. Na, weil ja eine Enderperle, die du in die Luft wirfst, dir die Richtung zum nächsten Dungeon, zur nächsten Festung anzeigt. Na, wenn ich mich da noch so recht erinnere. Und das kann so 1.14 gewesen sein, ja. Ja. So, zack, zack, komm. Dich auch noch. Dann haben wir das. Und dann haben wir hier eine sichere Ecke erreicht. So. Okay, es ist wieder mal Zeit für ein kurzes, kleines Päuschen. No, paar Minuten. Inzwischen seht ihr einen Überflug über meine Welt. Folge 400. No, auch schon 4 Jahre her rund. Aber kleiner Ausschnitt. Das ganze Video, wenn wir das Pausenvideo durchgucken würden, wäre das eine Stunde lang. No, würde das eine Stunde dauern. Ganz so lange wird es nicht dauern. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Ihr kennt das ja. Bis gleich.
Ach ja, entschuldige so einfach, dass du gerade die Pausen erwischt hast. Ja. Genau. Zack, okay. Machen wir noch ein bisschen hier weiter. Ich werde mir noch mal, kein Holz mehr, um mehr Fackeln zu machen. Na sowas, dann müssen wir doch da mal wieder zurück ans Tageslicht. Ich werde auch heute nicht allzu viel machen. Oh, Lentex, ja, grüß dich, hi. Ich werde auch heute nicht allzu lange machen. Also wir sind quasi im Endspurt. Die halbe Stunde machen wir hier noch. Ja, da geht es ja auch noch mal weiter. Und da sehe ich Knochenbeine hervorsehen. Plonk, da ist er. Weg. So. So, hupf und hupf. Und dann sollten wir doch hier rüber irgendwo rauskommen. Ans Tageslicht, hoffe ich. So. Auch wenn es hier lang erstmal wieder runter geht. Alter Schwede. Ah, da, kommen wir da.
Okay. Da haben wir noch viele, viele dunkle Gänge. Und, jawohl, hier sieht's so aus, dass wir weiter nach oben kommen und hoffentlich auch kaum kommst du irgendwo rauf, geht's gleich wieder runter. Da holen wir uns noch mal ein bisschen Eisen aus der Wand. Schwupp. Und zackidi, zackidi, zack. Jo, Mensch, da habe ich ja heute mal wieder ein bisschen gejammert. Aber, naja. wie gesagt, also Resertainment Stream vom Sonntag mit dem Titel Der perfekte Stream. Ja. Der hat mich da auch nochmal viel zum Nachdenken angeregt. Und schauen wir mal, was draus wird und wie sich das so entwickelt. Und wo und in welche Richtung ich jetzt hier vielleicht eine Behausung finde, dass wir den ganzen Krempel mal abladen können. Zombie-Stimmen höre ich gar nicht gerne. Ups, hat er mich doch angesteckt. Da ist doch gleich der nächste dabei. So. da haben wir Wasser. Ach komm. Knochenkalle. Du gehst erstmal baden. So. und ich sehe zu, dass ich hier rauskomme. Na komm schon. So. Zack, zack. Okay, da geht der Mond unter. Da ist also Westen. Und wenn, dann müssten wir... So, in welche Richtung muss ich mich denn jetzt hier halten? Hexe da hinten. Na. Erstmal kriegst du einen. Komm, auf die Entfernung muss ich die doch treffen. Na bitte, geht doch. Wer sagt's denn? So, ist jetzt hier Ruhe, weil jetzt ist Sonne wieder da. Ist das schön? Jo. Was siehst du mal, jetzt kann ich den ganzen Krempel hier ja gar nicht mitnehmen. Den Knopf. Ah ja. Sogar, okay, ja. Aber viel wichtiger ist, in welche Richtung muss ich denn jetzt eigentlich? Erstmal essen wir was. Ja, Frühstück muss sein. Und dann schauen wir mal auf den Kompass. Okay, in die Richtung geht's nach Hause. Wo das eigentlich, wobei das eigentlich natürlich der Spawnpunkt ist. Ich glaube, der Kompass zeigt Richtung vor Detritus. Nicht mehr zum Strandhaus oder zum, zum letzten Bett. Aber er zeigt auf jeden Fall in Richtung bewohntes Gebiet. Ja. Und da möchte ich jetzt nämlich erstmal wieder hin, damit ich erstmal wieder eine Orientierung habe, nachdem ich hier aus der Höhle rausgekommen bin. Okay, bunte Blumenbiom. Ist ja soweit schön. Aber ein Zeichen von Zivilisation wäre auch schön. Ach Mensch, guck mal. Siehst du wohl. Die Hütte kennen wir doch. Na? Hüpf, 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 hüpf. Ja, na komm schon. So. Okay. Ja, dann schmeißen wir hier gleich mal ein bisschen Eisen noch in den Ofen. So. Das Golderz, die Barren. Zack, kommen hier in die Truhe. Und
Wir sehen mal zu, dass wir hier, genau, ja, Melonen können wir dann wegsortieren. Diorit, Andesit, Kies, ja, kommt auch weg. Meine Güte, haben wir wieder Krempel beisammen. Okay, aber dafür haben wir hier Platz, dann klopfen wir hier mal alles weg. 3 Stacks Eisenerz. Halleluja. Haben wir ganz schön was zusammengesammelt. Ja. Okay. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Den Wither. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich war auch noch nie im End. So halb. Ja. Ich habe mich bisher nur in der Oberwelt und im Nether rumgetrieben. Im End war ich noch nicht, weil was soll ich da? Weil da ist das Spiel ja zu Ende. Ne? Und no, wenn Minecraft zu Ende, nee, ist halt nicht. Ne? So, ja. Wie gesagt, ne, für heute ungewöhnlich kurz für mich. Ich weiß, ne, normalerweise streame ich ja sonst mindestens bis 11, teilweise bis Mitternacht. Aber muss morgen früh raus. Hab einen harten Tag vor mir, deswegen machen wir heute hier schon mal Feierabend. Ne? Es geht weiter am Freitag. Ne? Da streame ich wieder Minecraft. Und mit dem Wochenende schauen wir mal, wie und was sich da ergibt. Da kommt mir eventuell auch noch was dazwischen. Schauen wir mal. Ich will ja sowieso von den 5 Tagen die Woche, die ich bisher gestreamt habe oder versucht habe zu streamen, runter. Ja, ich denke mal 3 oder 4 Tage maximal in der Woche. Eher 3 als 4, so wie es momentan aussieht und wie sich das dann verteilt. Muss man dann auch noch schauen. Aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja. Ja, soweit, so gut für heute. Ich bedanke mich erstmal bei allen neuen Zuschauern, die hier vorbeigeschaut haben und vielleicht auch noch da geblieben sind. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und verabschiede mich mit ja, den alten Worten. Bleibt mir treu. Bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Tschüss mit Ö.